Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Pokémons! Bladibladi mit mir im Terminus. Er hat wahrscheinlich Stein-Pokémon, das gefällt mir nicht. Aber wir können bedrohen und wechseln. Wobei gar nicht erst wechseln, müssen wir schlauer gewesen. Smogomogo. Das kann nicht von selber Donnerblitz, oder? Smog, Smog. Weil das wäre ja gefährlich. Nein, es kann Schockwelle, Donner, Donnerblitz per TM. Zuchtattacken kannst auch nicht. Also gehe ich davon aus, du kannst das nicht. Ich meine, was sollte ich wechseln? Nicht auf Drachentanz. Mal, du bist ein Smogmog. Jetzt sollte ich dich one-hitten im Regen mit Nass Schweif. Wir können alle Dunkelnebel, Mama. Ich kill dich. One-hit ich dich? Ich weiß, du bist ein Smogmog. Okay, Crit. Ja, gut, dann. Ja, gut, dann. Er hat mich mit Dunkelnebel geärgert. Das ist selber schuld. Pass auf! Du kannst keine Wasserattacken. Dafür habe ich nämlich eine Lösung. Ich will mal wissen. Ich glaube, nee, ein Slimer wird Dumbinas Erdbeben nicht aushalten. Jetzt schon! Die Attacke habe ich auch noch drauf, oder? Die hatte ich jetzt nicht im Kopf. Aber trotzdem, du kannst Schlammbombe ist das Beste, was du machen kannst wahrscheinlich. Gut, Matschbombe, Gift. Wäre ärgerlich. Aber mein Gott. Ja, Pfund, Schlammbombe, Matschbombe, das ist so drei Sachen. Mülltreffer kannst du, glaube ich, doch nicht auf dem Level. Und selbst wenn, egal. Ja, ja, dachte ich mir, wusste ich, sah ich kommen. Es hat nicht 30% Chance, aber frech ist es trotzdem. Ciao. Schön, soweit. Ich halbe, ich habe sie gesagt. Gift macht nichts mehr. Da teilen wir aber sofort, weil wir sind ja nicht dumm. Timmy hat den Bogen raus, denn Timmy ist nicht dumm. Doch Mama und denkt und Vicky kommandieren hier rum. Wir haben Pirsifbeeren, oder? Ja, nicht prüfen. Nicht prüfen. Dumbina sieht so aus wie ein Pokémon, was süße Dinge mag. Weil das ist selber so süß. Yay! Einer geht noch! Yay! Ich muss mal ganz kurz auf die Karte gucken. Weil mich interessiert. Wo habe ich das? Das ist alles 212. Das ist alles 212, okay. Das heißt, wir dürfen das nächste Mal was fangen in der Luigi's Mansion House. Alles Karl. Was kannst du? Ich sag dazu wirklich nur, weil ich glaube, Käfergebrumm ist besser. Klar, Silberhauch kann den Boost bringen, aber es ist, glaube ich, nur Base 60. Und 5 AP. Nee, leck mich am Popelach. Ja, ich weiß, halt's mal. Wollen wir hier lang? Ich glaube nicht. Mann, die Musik! So viel Nostalgie. Ich habe so viel Diamant gespielt und auch noch eine ganze Weile Platin. Aber das erst später. Wo ist es? Riesenpilz ist Geld. Das Item da unten können wir noch nicht holen. Habe ich das jemals geholt? Ich glaube, die Route bin ich nie mehr entlang, wenn ich sie erwarte. Cool. Wir wollen Mongo Pete da oben verhauen, natürlich. Aber es ist nicht Nacht. Bidim, bidim, au. Wir flüchten, Wenzen. Ja, wir flüchten. Du bist ein bisschen zu gefährlich. Ja. Vor allem, wenn du auf Rinkischmied gehst, das habe ich alles gar nicht nötig.
Das wollen wir nicht, das tun wir nicht, das brauchen wir nicht. Bye bye! Hüpf. Ich muss Kalibald wieder fragen wegen der nächsten Arena. Brauche ich wieder ein Jahr, bis ich die tatsächlich mache. Hast du wieder Elektromons? Wenn ja, interessiert mich das wenig. Da kann ich nun wieder. Wie wär's mit Nein? Ich gehe nicht auf den Drachentanz. Ich bin nicht ganz behindert. Vor allem, weil der Bedroher weggeht, wenn er wandelt, glaube ich. X-Abwehr. Aber du bist Level 35. Im Regen. Garados. Step. Nein. Gigi Baba. Das hat den gleichen Ruf wie Quarzel. Das ist Gigi Baba. Ich mag Gigi Baba. Willst du mich verarschen? Ich habe nicht so viele Nassschweife. Fuß. Nur da. Aber theoretisch kann ich jederzeit in Dumbina wechseln. Und dann in Schmodix oder Schwerina weiblich. Oder wieder in Grados. Und weißt du was, jetzt gehst du mir ein bisschen auf den Sack. Vor allem, die werden stärker, da muss ich aufpassen. Aber das heißt nur, dass die mehr KP haben. Beim Wandeln werden sie sowieso ich mit weniger KP. Ich glaube, selbst auf gleichem Level hätte Ditto weniger KP, weil Ditto ist crazy schlecht. Ernsthaft? Ich glaube, Erdbeben ist besser. Außer der Death Drop kommt, aber der kommt nicht. Jetzt kann ich auf Gewissheit gehen. Sei dir gewiss, mein Freund. Ich gebe dir schon auf die Schnauze, dass er den Speeder gewandert. Das ist übrigens frech. Nein, Gewissheit. Zack, boom, bang, high five, Junge. Weggerüsselt. Weggerüsel, Marcid. Ich vermisse Rüsel, Marci. Egal, ihr wisst nicht, wovon ich spreche, weil das wird niemals rauskommen, wie ich mich und Kalle kenne. Was gibt eigentlich Ditto für EV? Ein KP. Ja, okay, das ist eigentlich okay für Grados. Das ist für Grados okay. Ja, okay, das ist der einzige Wert, der bei Ditto irgendeinen Sinn gibt, ne? Das gibt Sinn, das kann man sich, glaube ich, merken. Ditto! Gigi Baba! Erdbeben. Und trotzdem hat es nicht viele KP. Das ist sehr traurig. Ditto ist scheiße ohne die Fähigkeit. Und dann wird Ditto super geil, wenn es keine Runde braucht zum Wandeln. Schön Scarf drauf. Sag ich dir. Ditto ist schon cool. Ich sollte mehr Ditto spielen. Au. Aber es hat die Fähigkeit nicht. Wir haben den besseren Encounter bekommen. Geben wir es zu. Wir werden dich trotzdem nicht angreifen, aus dem einfachen Grund, dass wir nicht so effektiv angreifen können. Ciao! Quaxo ist cool. So, gebrannt. Hyperheiler. Immer gerne gesehen. Kann man machen. Ich hatte eben einen Quaxo in der YTPL und das hat ordentlich gearbeitet. Wir wollen es nicht auf den Doppelkampf anlegen. Wollen wir nicht, brauchen wir nicht, tun wir nicht. Oh, ein dickes Gigi Baba. Oh, das wäre im Regen auch ziemlich cool. Oh, dann wäre im Regen ziemlich cool. Aber wir brauchen nicht mehr Wasser-Pokémon. Sorry. Sorry. Kannst du H2O-Absorber haben. Stimmt nämlich auch. Wir werden keine Doppelkämpfe machen, die wir nicht machen müssen. Weil, nee, ist gefährlich. Du kannst Trockenheit haben. Du hast wahrscheinlich Trockenheit. Aber mit zwei Eiszähnen sollte ich dich doch kaputt bekommen. Bedroht bist du auch wirklich nicht so eine große Bedrohung. Haha! Aber weg. Das sollte Angriff EV geben, was auf Grados auch nicht schlecht ist. Das ist jetzt traurig. Und das könnte gefährlich sein? Aber wenn er noch einen Angriff rausbekommt.
es könnte Tiefschlag machen, aber das ist halt keine spezielle Attacke. Hat es überhaupt spezielle Attacken? Oh, das ist traurig. Ich glaube, wir gehen einfach in Deponia und pfunden ihn. Er hat übrigens nicht Trockenheit, merke ich gerade, sonst würde er sich heilen. Wir hätten ihn also one-hitten können. Aber das weiß er ja nicht. Okay, das zweite Mal hätte ich es wissen können, aber darauf habe ich nicht geachtet. Du hast Matschbombe, tatsächlich. Aber das wird hier natürlich hart resisted. Du bist jetzt weg. Ciao. Sei schneller, ist okay. Es macht gut Damage, muss ich sagen. Dafür, dass es resisted ist, aber ist halt reingeschmied. Patz. Arbeit, Asch. Ciao. Ich kenne dich schon wieder, das ist doch alles Kot. Wo sind meine Tränke? Gib mal ran. Wir machen hier einen rein. Und Deponia verträgt sogar 5. Ich kann auch 2 Hypertränke. Hypertränke? Supertränke machen und das wäre cool, aber nö. Übrigens, wir haben jetzt 2 Pokémon, fast 3. Über 200 KP. Das ist crazy, finde ich. Klar, wir haben das Level dazu, aber normalerweise zu dem Zeitpunkt im Spiel, da sieht man schon, dass die Levelkurve ein bisschen höher ist. Oh, wir brauchen noch 2. Wir brauchen noch 2. Und dann gehe ich auf jeden Fall nochmal da runter und hole mir Eishieb auf Deponia, weil das ist schon geil. Wobei für die Eisarena wäre halt Ding geil. Wobei für die Eisarena tun es Giftattacken auch wegen Rex Blizzard und sowas. Ich denke, da tut's Mülltreffer oder Giftig oder so auch. Oh nö, ich bin ein bisschen bedroht von dir. Na, Schweif! Du bist schneller. Okay. Aua. Zack, weg. So sieht Step aus, Junge, im Regen. Reicht das? Nö, krass. Es regnet weiter. Ciao. Nö. Das finde ich jetzt ein bisschen traurig. Was wetten? Es kann Dunkelnebel, wenn ich jetzt auf Drachentanz gehe. Ich gehe einfach nicht auf Drachentanz. Nassschweif habe ich sowieso keinen mehr. Giftspitzen. Du Hure, aber ich kann Deponia wechseln. Und Ding fliegt. Smetbo fliegt, Nimmersatt. Also je nachdem was reinkommt, ich kann auch drin bleiben. Aber ich will nicht drin bleiben. Ich habe nur. Oh, du hattest nur einen Mann. Deswegen bin ich nicht gedrachentanzt. Ich wusste, mein Gehirn müsste sich irgendwas dabei denken. Das waren die besten Giftspitzen in deinem Leben. Bin stolz. Gleiche Route. Stimmt, du bist ja was. Yay! Wir gehen einfach mal durch. So hübsch, hübsch. Wir kämpfen nicht, weil ich glaube, ich kann mich hier drin heilen. Das Item hätte ich aber gerne. Nicht ganz perfekt um Patronus, aber haben wir eigentlich. Jo, wir haben eine. Nee, weißt du, dann spare ich mir das. Ich hätte jetzt gerne den Nassschweif gemacht, um das Altera zu verprügeln. Aber ich weiß gar nicht, ob die jetzt einen Altera hat. Ich glaube, Deponia ist gar nicht das Beste für die nächste Arena. Deswegen Dumbina. Mach mal was Krasses. Irgendwo hier konnte man sich heilen. Bei dir, wenn man gegen dich kämpft. Oder auch nicht. Kann ich mich... LOL! Ich muss nicht mal kämpfen. Alles klar. Dann können wir aber auch wieder unseren Fratz vorher tun. Wie lange haben wir? 40? Oh. Egal, den Kampf können wir noch machen. Den Kampf können wir noch machen. Ich soll in die Mülltonne gucken. Ich weiß nämlich nicht, wo ein Gift-Tip bekommt tatsächlich. Oder ein Protein. Die ich aber nicht benutze, die sollte ich verkaufen, bevor ich die wieder wegwerfe beim Leveln. Das ist traurig. Gib mir geile Scheiße. Komm schon. Hallo. Ja.
Ist das meine zweite Sanftglocke? Ich weiß, irgendeine hier hat den Hytera und hat gekämpft. Im Original. Und man konnte dem Hytera einen Sonderbonbon abschlagen oder sowas. Irgendwas war da. Und wenn die Rematch kannst du Sonderbonbons haben. Aber es war ein Hytera an sich, das hat so schon gut gelevelt. Hallo. Alle 5 Minuten. Ohne Pause. Das können wir in der nächsten Folge machen. Nein, ich will noch nicht. Nein. 7 Runden, okay. Interessant. Aber das machen wir in der nächsten Folge, weil jetzt ist schon. Wir gucken uns noch ein bisschen um. Ich störe euch nicht an mir, ne? Das ist nicht Gifthieb. Ich habe gehört, man kriegt hier Gifthieb. Hallo, Waldblech, ich land gut, ist cool. Ja, Trophäengarten. Ja, ich werde mir in der nächsten Folge was fangen. Naja, gut, dann so viel dazu. Das mit den Zufen klingt eigentlich fast gefährlich, muss ich sagen. Aber falls es diese Folge gefallen hat, dann bitte positiv werden, komme ich da. Wir sind beim nächsten Mal wieder Tipps raus. Und tschüss, ich glaube, ich habe jetzt 3 Folgen aufgenommen. Das habe ich schon lange nicht mehr am Stück bei Pokémon. Naja. Discord-Link in der Beschreibung. Hätte ich schon wieder vergessen. Denk mich an den Arsch.